Oh, geht schon los. Obwohl Kaffee trinken und rumsitzen so schön ist, aber manchmal muss man auch mit zum Werkzeug greifen und was tun. Und irgendwie ist es schon der Hammer. Menschen wollen nicht einfach nur rumsitzen und Kaffee trinken, sondern sie wollen auch was Sinnvolles tun. Und man hat festgestellt, die Zufriedenheit und die Motivation sind dann am höchsten, wenn es etwas gibt, was ich genießen kann, was mir Spaß macht, mit Kaffee, und was aber auch Sinn macht, was irgendwie was Produktives hervorbringt. Und Kaffee und Hammer zusammenzubringen, das gelingt beispielsweise auch hier in Iserlohn, zum Beispiel beim Reparaturcafé. Und ich bin begeistert, immer wieder zu sehen, wie Menschen etwas in Bewegung bringen, weil es eben Freude macht und Sinn macht. Hier kommt beides zusammen. Der Kaffee, der schmeckt, und die Reparatur, die Sinn macht. Im Cappuccino, dem Reparaturcafé in Iserlohn. Die Menschen treffen sich im Bürgerraum am Fritz-Kühn-Platz, ein Ort, wo hier Kaputtes repariert wird und wo Menschen sich begegnen. Es werden Gegenstände, Alltagsgegenstände repariert und dadurch Abfall vermieden, sehr sinnvoll. Und Menschen treffen sich, unterhalten sich, tauschen sich aus. Das macht Spaß. Dazu gibt es noch Kekse und Kaffee. Warum erzähle ich das alles? Weil ich dich motivieren möchte, dich selbst einzubringen, da wo es für dich Sinn macht und wo es dir Spaß macht. Was könnte das Reparaturcafé sein? Wenn du Lust hast, mit fachkundiger Anleitung einfache Reparaturen an defekten Alltagsgegenständen selbst durchzuführen oder dir dabei helfen zu lassen, dann könntest du donnerstags dich im Bürgerraum treffen, dort vielleicht auch das Tauschregal nutzen. Im Moment noch erforderlich ist eine vorherige Anmeldung. Es gibt aber auch ganz andere Dinge, die Spaß machen und sinnvoll sind. Lebensmittelrettung zum Beispiel. Wusstest du, dass ein Drittel aller produzierten Lebensmittel auf dem Müll landen? Und ein Großteil davon sogar bei uns zu Hause. Die Fläche, die dadurch umsonst bewirtschaftet wird, ist 1,5 Mal so groß wie ganz Europa. Und das dabei unnötig produzierte CO2 ist 2-mal so viel wie der gesamte Flugverkehr. Das ist ja eigentlich total entmutigend, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, selbst etwas dagegen zu tun. Entweder privat bei sich zu Hause oder organisiert, zum Beispiel bei Foodsharing. Foodsharing ist eine Initiative, um die Rettung von Lebensmitteln zu organisieren. Entweder im privaten Bereich oder mit kooperierenden Betrieben. Und so ist auch hier in Iserlohn in diesem Jahr eine Gruppe vor Ort entstanden. Wer Lust hat, nur Mut, schaut mal auf der Homepage oder schickt eine Mail an die Kontaktadresse und schaut einfach bei den monatlichen Treffen vorbei. Vielleicht sind es auch ganz andere Bewegungen, für die du dich begeisterst. Friday for Future, fairer Handel, solidarische Landwirtschaft, was auch immer. Wenn es Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung dient, dann sagt Gott, ich bin bei dir, sei mutig und stark. Oder, um es mit den markigen Worten der Volksbibel zu sagen, ich hab's jetzt in der Endlosschleife und sag es dir immer wieder. Hab keinen Schiss und zieh die Sache durch. Sei mutig und krieg keine Panik, denn der Chef, Gott höchstpersönlich, ist bei dir. An deiner Seite, egal wohin du gehst. Ist das nicht der Hammer? Lass uns gut, lass uns gut leben. Lass uns gut leben. Lass uns gutes, gutes Leben. Lass uns ein gutes Geben leben. Lass uns ein gutes Geben leben. Lass uns ein gutes Geben leben.